Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir spielen Minecraft Mage zusammen mit dem Spark. Hi. Und dem Debitor. Guten Tag. Und wir gehen am Server. Jo, bist genau, der Erste, der runterzählt 3, 2 und dann anfängt anstatt 3, 2, 1 oder 3, 2, 1, 0. Dann fängt schon mit 2 an, jetzt bin ich zu spät. Das ist geil. Macht nichts. War abgehakt, ist egal. Fail to log in, invalid session. Ich muss einmal Minecraft neu starten. Dankeschön. Nee, musst du nicht. Du hast Re-Login oben links. Achso, warte mal. Ha, ja, steht er da. Da war okay. Doch was. Da war doch was, aber ich muss mich hier erstmal eingeben. Ja. Und ihr habt gesehen, es sieht ein bisschen anders aus, weil wir haben auch gestern zusammen gestreamt und deswegen sieht die Stadt vielleicht ein bisschen anders aus. Ich bin auch in den Turm gezogen, wie man sieht. Ja, ich habe einigermaßen hier ein bisschen Grundstück abgesteckt, ein paar Inventory-Pets gemacht, Drache geklatscht und noch viel mehr. Genau, und zum Drachen wollen wir auch gleich, weil meine Sachen liegen da noch. Ne? Sollen wir da mal gucken, ob wir da was Cooles looten können? Ja, ich kann nur ruhig mal mit dir mitkommen. Ich glaube, der kann. Ich bin auch da. Lapis habt ihr nicht, oder? Warte mal. Lapis habe ich irgendwas mal. Ja, hier 41 Lapis haben wir hier. Ah, okay, warte mal. Ich bräuchte mal Lapis Nuggets, weil dann kann ich irgendwelche Minions beschwören. Ich habe 7 Lapis Nuggets hier. Oh! Aus einer Kiste gefunden. Darf ich die mal sehen? Ja, kannst du gerne haben. Ich bin hier unten bei mir. Genau, und ich habe unter anderem Slime Boots, eine Slime Sling und ich habe fertig gebaut einmal die Toolforge haben wir auch fertig gemacht. Deswegen habe ich dann auch einmal hier die Shurikens mir machen können. Viele Leute haben mich im Stream gefragt, was das ist. Shurikens sind Ninja-Sterne, Wurfsterne sind das. Oh, lol. Ja. Ja, gut, jeder, der Naruto gesehen hat, weiß das. Die sind eigentlich recht cool. Mini-Quantum-Endermänner. Ich kann auch endlich fliegen. Hui! So nebenbei. Greifen die euch an nicht, ne? Nein, ich brauche ein paar. Bank fliegt nochmal hoch. Ich brauche noch ein Thumbnail. Was auch noch eins? Ja, warte. Hoi. Dann habe ich schon mal die Chance, dich als Thumbnail zu kriegen. Warte, ich habe Minions. So, das muss reichen. So. Gut. Ich hoffe, das haut irgendwie hin. Oh. Und ich hüpfe die ganze Zeit rum. Wir haben auch Slime-Boots gemacht und jede Menge an Zeug. Ein Pet, was ich habe, das ist ein Schweine-Pet. Ich muss nie wieder hungern. Ja, das ist geil. Dann kann ich mich teleportieren. Weg ist er. Hallo. Ja. Dann habe ich Fire Resistance 2 und ich kann über Lava laufen. Und ich habe ein Illuminati-Pet, welches eine Musik abspielt. Achtung. Oh, wie geil ist das denn? Ach, lol. Könnt ihr es auch hören? Ja. Jawohl. Das gibt mir ein random Item immer. Also ich habe jetzt hier die Dreamwood Plank Stairs. Also wirklich ein random Item. Du kannst, glaube ich, alles kriegen. Ich habe vorhin mal so einen fetten Hammer gekriegt, aber. Oh. Naja. Ja, dann können wir gerne mal gleich losgehen. Genau, zu dem dicken Drachen. Genau, zu dem dicken Drachen. Da würde ich nämlich gerne mal mit abchecken, weil das war, glaube ich, der ja auch die Eier droppt und sowas, ne? Ja. Achso, ich würde noch gerne ein paar Pfeile vorher mitnehmen, falls. Ja, du Pfeife! Die ein bisschen abpieksen können. Und genau, Pfeile habe ich auch noch mit und Bogen. Und bisschen mehr. Ganz essen. Wichtig, mein Grabstein, da sollte ich meinen Schlüssel mitnehmen, scheiße. Essen brauchen wir auf jeden Fall noch. Ah, ich habe ein klein bisschen was dabei noch. Leg das immer die Offhand. Ich sollte auch mir diese Schuhe craften, aber ich glaube, Slime-Bälle habe ich da auch in meinem Inventar drin. So, der Drache ist nicht ohne. Irgendwo. Also ich glaube, den großen, der wird noch mal härter als den kleinen, den ich geklatscht habe. Ja, dabei habe ich nur Erze abgebaut in der Höhle daneben. Wird schon wieder neblig tot. Hier. Wird schon wieder einfahren gelassen. Das ist immer hier, ne? Ich denke mal, das hat was mit dem Wetter zu tun. Und gelegentlich kann halt auch mal, ja, Nebel kommen. Da kann man echt weit sehen, aber nur in der Wüste haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, ich glaube, das gibt es auch an anderen Stellen, oder? Ach, genau. Ja gut, dann ich lauf dir mal nachher, Peter. Jo. Poppy, weißt du wo lang? Oder bist du Wir müssen uns auf der Karte sehen. Müsst ihr eigentlich mal sehen. Ich warte nur kurz noch auf was zu essen. Das ist das Doofe dabei. Achso, ich hätte auch was mit. Wenn Bucket wenn. Fisch. Ja, so, ich lass mal Brot braten. Oh. Gewitter? Aber du hast ja auch die Slingshot und Slime Boots, oder? Ja, genau. Ja, okay, dann bist du eh schneller. Einfach in die Richtung, wo ich hingucke. Jo. Das ist die Riesenmega. Ah, ne, warte mal, ist gar nicht. Sorry. Wird. In die Richtung. Nur noch 200 Meter, dann geht's.
Oh, geil. Vielleicht vorher schlafen sollen, fällt mir gerade mal ein, aber ist okay. Ja, ich habe ja auch so eine komische Spinne gerade gehabt. Okay. Hier hinten sehe ich eine große Fläche von einem Drachen nochmal. War das hier, oder? Wo die Slime-Insel ist, bei der Pyramide. Ah, okay, gut. Quatsch. Okay, okay. Nein! Ich muss jetzt auch leider mal durchspuren. Ich bin tot. Ich hänge fest, ich hänge fest. Ohne Witz, ich hänge fest. Irgendwer hat mich hier festgehalten. Nee, irgend so ein unsichtbarer Geist hat mich festgehalten. Oh oh. Hat mich natürlich erstmal auf 2,5 Herzen runtergefickt, ey. Mann! Also mein Tod ist, mein Grabstein ist jetzt runter. Jo, dann führe uns den Weg. Und theoretisch können wir aber auch durch die Burg. Warte. Ja, das durchbohren. Genau, geh mal rein, geh mal rein, geh mal rein. Brauch noch eh Sandstein. Achso, hier irgendwie reinkramen. Du hattest das zu essen mit, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt ist, aber ja, kann ich auch reinkramen. Ja, Alter, mit einem halben Herz ins Wasser gesprungen, weil ich gerade voll gebrannt habe. Was ist denn hier los, Alter? Okay, hier unten sieht es ein bisschen trübe aus. Ja, genau, das ist richtig. Bevor ihr runtergeht, ich brauche erstmal irgendwie so Currywurst-Pommes oder so. Wir sind noch nicht ganz unten, wir sind quasi in der. Okay, wir gehen vor. Ja, wir gehen vor. Also, wo ist das wie denn geil. Immer? Wie geil. Wenn ich jetzt. Hast du dein Bett mit? Leider nein. Nein. Oh. Wir Komm hier runter, ganz... Spark. Ja, warte mal, ich muss mir den Weg noch zwischendrin merken. Den Fluchtweg. Ui. Oh, jetzt ist es weicht. Kann ich mir auf dem Unter uns ist der Drache. Was zu essen mitnehmen? Ja, natürlich haben wir Nebel auf dem. Und wo bist du genau runtergefallen, Lars? Nee, ich bin hier an der Seite vorbei. Guck mal, hier. Ja. Und ich habe quasi Erze abgebaut, die man nicht hätte abbauen dürfen. Ja. Und da bin ich halt gestorben. Okay. Hier bin ich. Und durch die Erze bist du, was genau ist da passiert auch? Ja, du darfst das nicht abbauen, wenn du Okay. Sonst stirbst du instant. Okay, das macht Sinn. Okay, hast deine Sachen wieder da unten? Ja. Ja, genau. Okay, dann hast du die schon mal. Dann können wir uns mal ein bisschen den Drachen angucken. Übrigens ist es wieder stockfinster. Ja, hier auch. Ja, es ist echt Nebel. Kann jemand Timeset, irgendein Admin, so Timeset Day machen? Oder wenn die Weather clear? Oh, ich glaube, da kriegen wir Ärger mit den anderen Leuten hier. Das ist die Frage. Kommt man da hoch bei dem Drachen oder meckert der? Hoch bei den Drachen oder runter? Ich habe gedacht, der wäre hier unten, der Drache. Wo ist der denn? Ich sehe nichts. Das ist das Problem. Seh nix. Warte, wo bist du überhaupt? Da, wo du runtergegangen fallen bist. Den kleinen Weg, wo wir uns der Seite runtergegraben hatten. Kurz Ach, bevor da. Du runtergesprungen bist. Ja, und bei genau neben uns müsste der Drache sein. Ach, du hast diese Emerald-Erz abgebaut und dann gab's Boom, oder was? Nee, so ein anderes Erz. Warte, das war okay, hier gerade auch hier oben. Warte, ich sag dir sofort. Willst gar nicht ausprobieren. Ich sag dir nur mal den Namen, warte. Harschen Soul Ore. Und das darfst du nur mit einer harschen Pickaxe abbauen. Soll ich mal ganz kurz gucken, wo waren die Insel? Ich hab auch schon wieder vergessen, wo es die Eier hier gibt, ey. Ich glaube aber irgendwo hier aus der Gegend. Bist du da drin gerade? Ich bin gerade nach unten gelaufen, ja. Okay. Wollte mal hier so ein bisschen unten gehen. Okay, jetzt wollte ich weggehen, weil jetzt haben die Monster wieder Effekte. Nice. Dann habe ich gleich den nächsten Schlüssel in der Hand. Och Mann! Ah, das wir sind schon wieder so viele Mobs. Was geht denn hier los, Alter? Oh, das ist doch doof hier unten, ganz ehrlich, mit dem Nebel. Wir sind in einer Höhle und haben trotzdem Nebel. Ja, das ist echt kacke. Ja, das ist kacke, ne? Habt ihr den Drachen ja auch schon gesehen oder habt ihr nur... Ne, wir haben den Pen sehen. Der war quasi unten, wo dieser Abgrund war gerade. Ich hab den alles andere als Pen sehen. Der hat sich beim Heiko bewegt, ne? Weil er halt irgendwas abgebaut hat. Ja, genau. Heiko und ich, wir waren ziemlich weit unten gewesen schon. Haben aber nicht damit gerechnet, dass der uns da auch sieht. Weil wir ja eigentlich versteckt waren aufgrund der Steine noch. Da waren wir ja hinter gewesen. Und trotzdem hat er uns gesehen irgendwie. Ja, das ist krass. Problem ist, ich sehe den nicht. Vielleicht hat da auch irgendein von uns gerochen. Das könnte... Oder die spawnen die eigentlich nicht, oder? Nee. Ja, eigentlich nicht. Oh, das Wetter, ey. Ist ja voll deprimierend. Das stimmt. Okay, die Pets sind ja echt toll, die man hier hat. Die machen so nix. Oh.
Oh, scheiße, was habe ich denn hier für einen Rotz? So, ich habe 4x Fire Charge. Hat auch was, wenn man so alleine oben auf der Oberfläche ist. Jetzt wird mal wieder Tag, Mann. So, ich habe einen Ball of Moss bekommen aus meinem Illuminati-Ding. Okay. Oh, cool. Nein. Für Tinker zum Reparieren. Du machst mich kaputt. Ja, ja. Du machst mich kaputt. Lass mich in Ruhe. Also ich bin noch unten hier in der Drachenhöhle drin, ne? Ja, warte, ich komme mal wieder hoch. Vielleicht können wir da irgendwas zusammen machen. Warte. Wollte mal gucken, ob ich an so ein paar Kisten reinkomme. Sind denn da, ist der Drache da nicht mehr? Also ich sehe ihn nicht. Das Problem ist aber, ich habe keine große Sichtweite, weil er einfach nebelig ist. Ah, okay. Ja, es ist halt noch stockfinster hier draußen. Ist natürlich, haben wir es natürlich gleich den richtigen Tag ausgesucht, ne? Die richtige Zeit. Genau. Wo bin ich denn? Ich bin hier am Wasser. Ich müsste eigentlich nur noch in Richtung. Ach nee, wo waren das? War das in der Wüste oder auf dem Grün? Nee, in der Wüste. In der Wüste war dieser Slime-Insel. Ja, ich bin genau auf der falschen Insel. Hier ist noch eine Slime-Insel, aber beim Grün halt, weißt du? Ah, okay, lol. Da, wo das, wo die Spinne war aus dem Livestream. Weiß schon, wo. Ich glaube, da oben bist du, Spark. Ich komm mal hoch. Ich stelle mich auch gerade mega dämlich an, aber ich gebe mein Bestes. Ja, ich bin jetzt hier gleich mal nochmal den Weg nach oben gegangen, wo wir hergekommen sind. Oh, das ist doch kacke hier. Nein! Da ist auf jeden Fall noch voll der fette Dungeon. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich bin schon wieder tot, ey, ohne Witz. Dark Ore baue ich mal lieber nicht ab jetzt, ne? Ich sehe den Drachen auch. Oh, jetzt. Hast du ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden, er ist auf der anderen Seite, wo wir waren. Genau, und da, wo wir jetzt stehen, das ist genau am anderen Seite vom Loch. Ah. Wollen wir ihn wecken? Wie wecken wir den, wenn wir eine Kiste öffnen? Kannst du ihn auf und drauf hauen. Ich will lieber eine Kiste öffnen. Oh, ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss hier unten. Ich bekomme nie mehr meine Sachen wieder. Ich habe hier unten reinguckt, die Kisten sind nichts Besonderes. Ich glaube, die Drachen kriegt, oder das Ei, was du dann züchten kannst, kriegst du aus, wenn du den Drachen tötest. Aber ich glaube, den kriegen wir nicht kaputt gehauen, das ist das Problem. Da hier unten war ich ja schon, die Kisten habe ich da auch schon geöffnet. Da ist halt nur Crap drin. Ah, okay. Eisen! Ja, und oh, Eisen. Sehe ich mal zu Crap. Diamanten. Warte mal. Oh, oh. Hast du ihn gedeckt? Eine Spinne ist hinter dir, okay. Wenn es eine Spinne ist. Spinne da. Orientieren? Down. Wo bin ich? Oh oh, ich glaube, es ist aufgewacht. Okay, tschüss. Hast du einen Arsch reingehört, ne? Alter. Ja. Was machst du mit mir hier? Ich bin fast tot. Lol. Ich hab doch mich nur mal versucht zu orientieren. Bist du blöd? Ist oben zufällig immer noch neblig? Ja. Wir müssen ja auch, ne? Nicht, echt schlafen. Nicht neblig, sondern stockfinster. Warum nehmen wir gerade jetzt eine Folge auf? Ja, irre, ne? Man sieht gar nichts. Damit wir nichts sehen. So, er schreit schon. Komm, ich schieße mal ein paar Pfeile auf den. Ja, er ist definitiv wach. Und blinzelt. Oh, warte mal, gute Idee, Pfeile. Wir haben getroffen. Ach da, okay. Soll ich dich mal schieben? Ne, danke. Warte, ich mach mal hier. Also ganz ehrlich, hätte ich genug Pfeile, würde ich ja von morgens und abends auf den draufballern und würde ihn auch klatschen, aber ich habe nur noch 18 übrig und für den kleinen Drachen habe ich schon, keine Ahnung, einen Stack gebraucht oder so. Ah, okay. Ah, es lichtet sich so langsam. Oh, das wäre schön. Ich habe auch keine Fackeln mehr mit. Oh Mann, ey. Also ich treffe den definitiv. Ich sehe aber die Zahlen von ihm, weil es einfach zu neblig ist. Ach nee, das war auch nur an einer Stelle. Ich sehe den, okay. 9, 8, 11, 10. Ah, jetzt sehe ich was. Lass mal abwechselnd schießen, weil wenn wir beide schießen, dann... Oh, nicht schon wieder. Jetzt hau doch einfach ab. Ah, gute Idee. Mann! Okay, da Flügel geht's nicht. Boah. Oh, wir schießen alle, ich hab keine Pfeile. Boah, ey. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich frage mich echt, wie viel der hat. Wo bist du denn, Poppy? Oh, ich hab hier oben echt Probleme. Oh, gerade immer noch Nacht, ne? Ja. Hier ist ein Mob nach dem anderen. Es ist irre. Oh nein, oh nein, oh nein. Er hat mich an seinen Krallen. Hilfe, ich war doch. Hilfe? Wo war das? Hier in der Burg war das drin gewesen, ne? Ja.
Ne, keine Burg, das war eine Pyramide unten. Okay. Oder Pyramide. Hat er dich? Der hat mich gegriffen mit seinen Krallen und hat mich weggetragen, aber irgendwie. Wie viel HP hat er noch? Kannst du das erkennen? Nee, kann ich leider nicht. Boah, das ist aber echt scheiße mit dem Dunkelheit. Ah, okay, ihr seid genau unter mir. Okay, ich komme, ich bin jetzt auch da. Nice. Aber ich habe irgendeinen kleinen Ficker, der die ganze Zeit übelst rumrennt. Das ist ein Ding. Super Speed. Hallo. Ja, aber eigentlich müsste ich. Warum geht denn mein. Na? Ah, da ist der, ich sehe ihn. Gives you pork drop. Warum kann ich denn. Muss ich denn noch essen und warum macht da mein Vieh das nicht automatisch? Bonus Saturation steht da. Oh. So, das war jetzt hier die merkwürdige Stelle gewesen, wo wir uns im Stream versucht haben vorzubewegen. Aber man sieht ja wirklich gar nichts hier, ne? Nee. Hat jemand Pfeile übrig, die er nicht mehr braucht? Ich bin gerade sehr nah dran, warte. 4 Stück habe ich. Ja, ein bisschen mehr wäre schön. Ja, aber trotzdem, besser als gar nichts. Habe ich den hingelegt. Danke. Pass auf, das sind genau die Pfeile, die du brauchst, um den zu killen. Ich würde mal auch mal hier die Blöcke zumachen, weil ich glaube, der hat Blöcke weggerissen. Ja, hat er. fast runtergefallen. Okay, ich habe auch keine Pfeile mehr, aber der war fast, sah schon gut aus. Ah, ich sehe noch, der ist auf, ja, der flabbert da unten ein bisschen rum. Da habe ich Glück und hier sind Pfeile drin, aber normalerweise finde ich die mal im Dorf, ne? Ja, ja, da habe ich auch mal eine Kiste gehabt mit massig drin. Ja, meist in den Türmen sind die drin. Aber vielleicht haben wir Glück. Nein, haben wir nicht. Oh, der ist genau unter uns, ne? Ja. Hui. Da Quatsch. Oh, ich habe ein Bild gemacht. Absicht oder jetzt aus Versehen so? Aus Versehen Absicht. Okay, jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr. Ich habe alle verballert. Lebt oh, noch. Schade. Also wenn man jetzt hier mit mehr Pfeilen hingegangen wäre, wäre es auf jeden Fall gut geworden. Geht und noch. Den Dungeon da drunter können wir auch nicht weitermachen, weil da ist halt der oh. Drache vor, ne? Ich glaube, wir kommen gerade. Es wird hell. Ja, aber. Es ist halt immer noch scheiß Wetter. Ich habe 2 Herzen, warum? Nein! Leute, er hat mich. Alter, Einschlag, ne? Oder willst du? Einschlag? Aber ich habe eine 2 oder 3 Mal mit den Shurikens erreicht. Oh, der hat noch 47, by the way. 47 hat er nur noch. Oh, da brauchen wir nur noch ein paar Pfeile. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Achso, falscher Weg. Doch, fehlt ja auch nicht mehr viel. Oh. Stimmt. Das ist eigentlich voll easy, ne, wenn wir Pfeile hätten. Ja, komm, dann geh ich mal hoch und guck, ob wir irgendwo was finden in irgendeinem ich Dorf oder so. Ich bin mal wieder auf dem Weg. Bist du gestorben? Ja, also ich gehe erstmal wieder zurück, instant. Weil. Ja, ich auch, aber wir können den theoretisch dann. Ein paar Pfeilchen finden wir bestimmt noch irgendwo. Vielleicht liegt da noch bei uns in ein Dorf irgendwo Pfeile in der Kiste. Bei ein paar Shurikens habe ich ja noch zur Verfügung. Siehst du, ich hätte ja gucken können, ich Idiot, ne? Ich war ich doch schon da gewesen und was habe ich nicht gemacht? Na, Pfeilen geguckt, ey. Also ja. 47, wie viel wären das denn noch gewesen? Weil ich. Also pro Shuriken habe ich eben, glaube ich, 6 gekillt. Ah. Ich glaube, 6 war das gewesen. An die lieben Zuschauer, das Problem, was wir halt einfach haben, ist. Geiles Nebel. Wetter. In der Wüste. Ich frage mich, welche Qualifikation das ist. Sehr nebelige Wüste. Das stimmt. Alles nebelig hier gerade. So. Ein Drachenhort. Pass auf, und jetzt morgen haben die anderen den gekillt. Nein, 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 nein. Machen wir heute noch. Und wenn es 50 Minuten. Nee, Spaß. Hallo. Oh. Während die anderen zurückgehen, ich mach einfach nochmal weiter. Ich brauche mein Zeug. Ach so, ist das auch da unten? Ja, klar. Boah, ich habe noch 42 Pfeile in der Kiste gefunden. Oh, oh. Och nee, jetzt ist hier nicht wirklich ein Skeleton. Bestes Wetter Mod ever. Ich finde den Drachen hier. Ja so übelst cool gemacht eigentlich. Ja, ich finde auch geil, so du bist irgendwo und du hörst dann den Drachen und dann siehst du und dann fliegt er so über dir her. Ihr habt aber Glück gehabt, dass ihr da auch den gefunden habt, weil die generieren zufällig diese Höhlen, gell? Dass das genau in einem anderen Dungeon war. Ja, das stimmt. Weil eigentlich hätte diese Höhle ja, da auch nicht unbedingt sein sollen, ne? Ja. Wieso hat der jetzt wirklich. Das kann nicht wahr sein. Ich brauche Steine, ich komme da gar nicht hin. Achso, hat er alles weggerissen? Ja! Ja, geil. Aber so richtig. Scheiße. Warte, ich glaube, das war mit der Hand eben weg. Vielleicht komme ich da so dran vorbei. Ach stimmt, ich sehe schon. In der normalen Welt gibt es Regen und wir haben halt guten Nebel, ne? Ach, auf einmal ist es weg.
Ah, jetzt ist. Oh, lol. Wir können wieder gucken. Ja. Ja. Ich kann den Drachen jetzt auch sehen. Sag mal, wo sind wir denn eben gerade reingegangen hier? Ich finde. Also ein paar Minuten haben wir noch, ne? Ja. Okay, warte dann. Wo geht's denn hier nochmal rein? Kann ich den kriegen? Ne, ich kann den nicht mehr kriegen. Hallo Drachen, zeig dich mal, wie viel hast du noch? Gerade also, hat er echt wenig. Er reckt aber wieder. Okay, alles klar. Er reckt aber wieder. Oh nee. Ja. Och nee. Wo ging's denn hier nochmal rein, verdammte Kacke? Okay, Problem ist jetzt nicht der Drache, sondern die, der Eingang. Der Ausgang ist das Problem. Wo war denn der Ausgang? Oder so. Hallo? Ach, da komme ich raus. Okay. Und ich glaube, ich hatte noch vor viele Pfeile, aber nicht mitgenommen. Okay, voll vieles übertrieben. 46. Irgendwo habe ich mich noch reingegraben. Ich bin ja auch einfach im falschen. Nee, wenn ich. Komm, ein Versuch noch. Jetzt ist auch egal, ob ich sterbe, weil dann können die Sachen einfach da bleiben. Genie bin, wollte in die falsche Pyramide rein. Erklärt einiges. Wo ist denn das zu Hause? Ich bin völlig falsch, ne? Steckt der einigermaßen schnell, oder? Eins stand da eben. Also ich weiß nicht, ob er wirklich nur einen macht oder ob er sagt, ich brauche nur einen, damit ich voll bin. Weil ich hätte keine Anzeige gehabt, wie viel er wahrscheinlich nur, hatte. Also gemütlich einraggen, ne, wahrscheinlich. Also die Shurikens haben zwischen 1 und 5 Schaden gemacht. Okay, also dann macht der Bogen ein bisschen mehr auf jeden Fall. Weniger als der Bogen. Ich habe 47 Pfeile spar, ich würde den schon mal unter Beschuss wieder nehmen. Ja, ich werde den schon auf Schuss nehmen, ich bin schon da. Ah, cool. Alter, was hier los ist? Hier sind so viele Slimes, ne? Ein Loch und ich springe genau in dieses Loch. So. Ich komme, glaube ich, irgendwo. Dabei wollte ich die Folge gar nicht so lang machen. Da haben uns aber echt fetten Drachen besorgt, gell? Genau, ich besorg's den fetten Drachen. Nee, wir haben uns jetzt schon zum Anfang recht fetten Drachen. Ja, das stimmt. Okay, ich sehe ihn. Sag mal, der hängt doch irgendwie da fest, ne? Ja, der backt schön in der Ecke. Das gefällt mir. Aber der backt ein bisschen zu übertrieben in der Ecke, weil ich kann doch gar keine Pfeile auf den schießen. Da gibt's keine Schadensanzeige. Habe ich ihn da jetzt reingedrängt, ja? Ich treffe den auch nicht. Nein. Okay. Der scheint da ein bisschen fest zu hängen. Will da mal jemand als Bait hin und den so ein bisschen frei machen? Ja, wenn du mit mir ein bisschen die Sachen teilst. Ne? Weil ich jetzt auf jeden Fall draufgehe, warte. Ja, ich würde halt gerne einen so einen Drachen da irgendwie mal kriegen, um das dann zu paaren und zu teilen. Ja, gerne, gerne, warte. Können wir so eine fette Drachenarmee machen? Memo an mich, nächstes Mal fangen wir an. Ich brauche noch was zu essen und dann bin ich auch sofort wieder da. Okay, ich glaube, der backt sich da jetzt wieder raus. Er zuckt ein bisschen arg böse. Oh oh. Pass auf hinter diesem Spin und Creeper und Shit. Kriegst du den kurz? Ich sehe da einfach nichts. Also ich habe auch keine Hitbox. Oh, ich bin in der Lava, top. Und bin down. Mein Gott. Wie ich einfach durch den Drachen gefallen bin. Aber den hat das nicht gejuckt, ne? Ja, nee, der scheint irgendwie gerade ein bisschen arg festzuhängen. Guck mal, ob ich von der anderen Seite wieder runtergehen kann und schleiche mich mal da ein bisschen ran. Okay, dann mache ich währenddessen noch mal ein bisschen so Heimarbeit. Cool. Oh Mist, ey. Oh, okay. Das ist super. War aber ein cooler Versuch auf jeden Fall. Ja, wir hätten uns ja mal einen einfacheren Gegner für den Anfang holen können. Nee, komm. Wenn schon, denn gleich schon. Gleich auf den Endboss. Genau. So. Wie gleich instant durchgespielt. Genau, direkt den Endboss fertig gemacht. Fertig. Abspannen, Ende. Ach genau, ich wollte mal ein paar Teile noch einpflanzen. Teilchen. Ich glaube, mich hier noch mit Skeletten. Auch ein Loch. So. Gut, bis auf meinen Turm habe ich noch nicht viel. Der hängt irgendwie da hinten in der Ecke. Ach, da ist er. Festgebackt. Okay. Und ich wollte eigentlich runter und bin dann quasi durch den Drachen gefallen in so ein Lavaloch. Weil gibt's irgendwelche Kackmobs, was habt ihr hier reingemacht, die einfach so übelst schnell auf einen zurennen?
und auf dich einprügeln. Die sind auch gut. Oh. Bewegt sich aber irgendwie so komisch. Ja, ja, ich weiß, der steckt halt ein bisschen fest oder so. Der backt halt fest. Richtig. Hat noch eine Schaufel? Nö. Hier noch. Nametag. Ah, oh, cool. Bin schon mal dabei gewesen, hier unten einfach das Ding jetzt mal auszuleuchten, ne? Wie seid ihr da runter? Achso, über die Treppe hier, okay. Ja, ja. Aua! Ich hätte auch gerne ein paar Truhen noch geöffnet, aber ich kam da irgendwie nicht mehr dran. Ah, da ist nur Crap-Kurs halt irgendwie oben, drin. Ne? Und 4 Dias. Ja gut, dann Dia gibt's glaube ich auch mal. Aber wohnen ja aber größtenteils Müll. Nicht hier ohne weiteres runterhüpfen? Ja, bestimmt. Also wenn du da, siehst du mich hier unten zufällig? Da mit der, du spielst gerade mit der Spinne, ne? Ja, die machen mir ganz gut Damage. Gibt's, ah doch, ein ME-System gibt es, ne? In Botania, glaube ich. Ach, hier sind aber wir die runter. Spinnen rasieren mich gerade weg. Hier sind wir runter. Das war im Livestream noch. Wer den Livestream gesehen hat, der weiß, wo wir sind. Krieg die Spinnen nicht kurz, weil die einfach nicht zu fassen sind. Mach die bitte mal weg. Mach die weg, die Spinnen. Mach sie weg. Die sind auch so schnell, ne? So, die erste ist weg. Und wo ist noch eine? War halt richtig low einfach schon von Leben. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich die auch schon zerlegt auf dem Weg, aber irgendwie. Das ist so, nicht jetzt müssen wir gucken, ob wir den Drachen da hinten irgendwie mal rauskitzeln. Ich glaube, in der Zeit hätte ich nochmal kommen können. Ach, da oben ist ein Spawner. Alles klar, da oben ist auch eine OP-Spinne. Vielleicht kommen wir da auch noch ein bisschen ran und können den abbauen. Ich muss ganz kurz mal Leben aufladen. Ist da ein Spawner vom Drachen? Ne? Oh, da kommt eine OP-Spinne. Oh, nee. Wenn du noch Leben hast, verteidige mich. Lade kurz auf. Oben drauf klatscht, dann geht das in der Regel. Hi. Oh, wo gibt's denn Psidos-Teer? Oh lol, ich hab grad einen Beacon bekommen. So, ist deiner. Den mal ein. Hier. Den Beacon habe ich aus meinem Illuminati-Dings bekommen. Ich bin voll, warte mal. So. Lol, da war einer drin. Wie geil. Und ein zweites Illuminati-Pad. Aber voll die Mucke auch, ne? Voll laut. Dung, 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 dung. Ja. Wenn du willst, kannst du den ja mitnehmen oder magst du mir den geben? Ich hab noch ein bisschen Platz. Hast du Platz? Ja, einen nur, ein Slot. So. Einfach wir sollen gleich mal cutten, sonst haben wir für die restlichen Tage nicht mehr so viele. Okay. Ja, gut. Dann machen wir einen kleinen Schnitt. Willst du gleich noch den nächsten mit aufnehmen? Achso, ne, ich bin leider schon draußen dann. Okay, gut. Dann, ja, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wenn der Baum uns hier ein bisschen einfällt, hat er danach sich bis zum nächsten Mal beruhigt. Beruhigt? So. Genau, hier. Wer weiß das schon. Umstimmen, nein. Und dann machen wir einfach hier dicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, locken uns aus in der Höhle des Drachen. Ja, dann High Five. Bis ciao, später. Ciao, ciao. Tschüss.